Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Equestrian the Game und einer neuen Zuchtfolge. Es ist mal wieder soweit, wir züchten mal wieder mit einem vollen Satz an neuen Fohlen. Es ist wieder einmal Lucky Time, wir haben wieder 5 Fohlen offen. 5 Fohlen, die cool werden können. Alle haben die Möglichkeit, bis zu 800 zu werden. So. Wir geben ihnen alle erstmal wieder einen Platzhalternamen, bis wir wissen, ob wir sie behalten können oder eben nicht. Und gucken uns die guten erstmal an. Wir nehmen mal wieder gleich 2 mit. Ich mag diese Augen, ich finde die super krass. So, okay. Mach mal einmal das hier. Es kommt ja auch bald übrigens das Halloween-Event. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Aber jetzt erstmal unsere Pferde. Oh, bitte. Komm, wir haben jetzt so oft reingelangt. Jetzt können wir heute mal wirklich richtig gute Fohlen haben. Ah. 41. Oh nee, ey. Es ist sogar schlechter als die beiden Eltern. Oh je, ey. Das hätte so gut werden können. Leider, aber ist es das nicht. Das andere ist auch schon, wissen wir jetzt auch schon mal, auch kein krasses Pferd. Ja, nee, es ist leider genau mittendrin. Es soll ja dran gearbeitet werden noch, dass das System besser wird. Ich bin wirklich gespannt drauf, ob da auf dem Update da, so kann man leider das Ganze nicht behalten. Es sind ganz gute Werte, aber wir wollen uns ja verbessern und nicht verschlechtern. Deswegen können wir da leider in dem Sinne nichts gebrauchen. Und müssen leider die Fohlen abstoßen. Das sieht auch wieder so aus wie das eben, von der Grundrichtung her. So. Nehmen wir wieder 2 Stück mit. Ich weiß gar nicht, können wir auch 3 mitnehmen? Müssen wir gleich mal gucken. Ah, das ist voll cute. Das ist mega süß. Ich weiß nicht, können wir noch ein drittes mitnehmen? Ich guck mal. Schaffen wir das noch? Heute haben wir es von diesem Stil. Okay, wir gehen zum Stall. Okay, wir können also immer nur 2 aktuell mit reinpacken. Das ist halt genau der Grund, warum wir da so, wenn wir züchten, immer die Fohlen leider abstoßen müssen. Okay. Huh? Irgendwie kann ich gerade nicht. Ah, jetzt. Ah, beides leider keine Joke. Oh, Gottes Willen. Das ist ja unterirdisch. Oh je. Das ist richtig schlecht gerollt, leider. Na, ihr seht dasselbe Problem. Eigentlich könnte man es behalten, aber dann haben wir dasselbe Problem wie davor. Das ist leider auch keine Option. Gut. Letzte Chance haben wir jetzt für unser aktuelles Fohlen. So. Einmal in den Stall. Machen wir es mal ganz clever. Wir sehen ja jetzt hier, was uns G1 vorgeschlagen wird dann. So, wir nehmen hier einmal als erste Zucht immer einmal. Okay, 7, es ist auch direkt schlecht. Ja, erste Zucht immer mit unserem Topstar. Und ich glaube, aber über 8,17 kommen wir nicht.
Sollten aber gucken, dass wir das Pferd möglichst hoch von den Base-Stats nehmen. Also hier 7,28. Und trotzdem kann es auf 6,78 werden. Ich glaube, wir kommen nicht über 700. Puh. Ja, okay, das hier kann aber sehr niedrig ausfallen. Okay, machen wir es so. Unser Foli 2, was ganz okay gerollt war. Immer 7,79. 97 meine ich. Ich glaube, da kommen wir gerade gar nicht drüber. Ah, 7,99. Hat sogar eine sehr krasse Möglichkeit. Also es wird nicht unter 700 eigentlich fallen. Das ist schon ziemlich gut. So, 7,24 mit 807 kann rauskommen auch. Das ist unser absolutes Top-Pferd, wenn es klappt. Ja, 47. Haben wir da vielleicht eine andere Option noch für? Mal gucken. Machen wir eine Araber-Mischung, machen wir einen Sprint hier raus hier. Ja, hier haben wir unser neues Welsh Cob leider. Und das wollten wir ja eher abstoßen, weil das macht halt nicht wirklich Sinn. 7,72 nur. Naja, ich glaube, da kommen wir gerade nicht besser raus. 4.000, was ist das denn? Warum ist die Zucht zwischen den beiden Rassen gerade so teuer? Ja, das war dieses Mal, war das wirklich von vornherein eine sehr, sehr schlechte Runde. Also da sind wir eigentlich bei allen Zuchtversuchen sehr underperformed. Hier gucken wir uns mal unser Welchie an. Ja, da sehen wir halt auch das Problem. Es ist besser ausgefallen als beide hier. Aber es ist nur minimal besser. Und es ist so wenig besser. Normalerweise hätte man gesagt, okay, wenn man nicht dieses Zuchtsystem hätte, würde ich jetzt Linus austauschen und dafür das neue Fohlen reinpacken. Und damit dann versuchen, weiter hochzuzüchten. Geht aber nicht, weil die dann nicht weiterzüchten. Damit hätte man wieder für die paar Punkte leider. Muss man da echt nochmal warten. Aber geht leider nicht, kann man leider nicht behalten. Ist leider sehr sad. Ist wirklich traurig, dass wir das machen müssen, aber geht da nicht anders. Wir müssen weitermachen, bis wir da wirklich mal stark nach oben ausschlagen. Aber ich bin gespannt, in welche Richtung das noch gehen wird. Und wie eure glücklichen Ergebnisse so sind, was ihr so rausholt bei der Zucht. Ich sage danke fürs Zuschauen und euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Zuchtrunde in Equestrian. Beim nächsten Mal gucken wir uns auch nochmal so ein bisschen die Highlands dann an. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.